Bislang mehr als 29.000 getötete Palästinenser im Gazakrieg. Israel droht mit einer Offensive in Rafah. Reaktion auf Houthi-Angriffe. EU beschließt Marineeinsatz im Roten Meer. Selenskyj besucht Truppen nach Fall von Awdijiwka. Nach Tod von Alexei Nawalny. Witwe kündigt an, die Arbeit ihres Mannes fortsetzen zu wollen. Forschende haben das hellste jemals im Universum gesichtete Objekt entdeckt. Seit dem Angriff von Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel sind mehr als 29.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet worden. Das meldet die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde. Und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat angekündigt, die Offensive gegen die Terrororganisation fortsetzen zu wollen und droht mit einer Offensive in Rafah, wenn bis zum Ramadan nicht alle Geiseln befreit sind. Ein militärisches Vorgehen in der Stadt im Süden des Gazastreifens ist höchst umstritten, denn dort drängen sich auf engstem Raum 1,5 Millionen Palästinenser. Die israelische Armee hat unterdessen ein Video einer Überwachungskamera aus Gaza veröffentlicht. Es soll zeigen, wie die 32-jährige Shiri Bibas und ihre beiden Kinder kurz nach ihrer Entführung durch die Hamas durch die Straßen von Khan Yunis geführt werden. Demnach hat die Familie die Entführung offenbar überlebt. Derweil gehen die Kämpfe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah weiter. Israelische Kampfflugzeuge flogen Angriffe auf den Küstenort Gaziyeh in der Nähe der Stadt Sidon. 14 Menschen seien verletzt worden. Ziel war nach Angaben des israelischen Militärs ein Waffendepot der Hisbollah. Israels exzessive militärische Gewalt in Gaza und die Aktionen extremistischer Siedler im Westjordanland würde die große Mehrheit der EU-Staaten gern verurteilen. Doch Ungarn blockiert das gemeinsame Vorgehen. Besonders die geplante Militäroffensive in Rafah wird nach Ansicht der meisten europäischen Außenministerinnen und Außenminister die humanitäre Krise nochmals dramatisch verschlimmern. Und Ungarn verhindert die Sanktionspläne der EU gegen Israel wegen des gewaltsamen Vorgehens in der Westbank, wo seit dem vergangenen Oktober mehr als 300 Menschen getötet wurden. There is disagreement, but I would say that 26 member states support the idea of an EU sanctions regime against violent West Bank settlers. One would be very much opposed. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte schon zuvor unterstrichen, dass die EU mehr Geschlossenheit zeigen müsse, wenn sie im Nahen Osten Einfluss haben wolle. Jetzt betonte er nochmals, wie wichtig ein geeintes Auftreten sei. Europa solamente puede jugar un papel cuando está unida, cuando tiene una posición que defienden todos los Estados miembros, más allá de sus diferencias de matiz. Y en el caso del Medio Oriente es evidente que, aunque hemos hecho, creo, importantes contribuciones y en particular una prospección sobre cómo podría construirse la paz, es evidente que sobre este tema no existe una unanimidad. In der Außenpolitik gilt in der EU das Prinzip der Einstimmigkeit. Alle Staaten müssen zustimmen, auch Ungarn. Die EU hat der Entsendung einer Marinemission ins Rote Meer zugestimmt, die die Handelskorridore vor Angriffen der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen schützen soll. Die Mission wird nur auf See stationiert sein. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell erklärte, sie werde keine offensiven Angriffe auf die Houthis starten. An der Mission mit dem Namen Aspides, dem griechischen Wort für Beschützer, sind 4 Länder beteiligt: Griechenland, Frankreich, Italien und Deutschland. Damit reagiert die EU auf die zunehmenden Störungen durch die Houthi-Rebellen im Roten Meer. Diese Angriffe wirken sich auf die für den Welthandel genutzten Schifffahrtsrouten aus. Yeah.
Protecting commercial flows, open trade lines is an essential interest for Europe. And so, of course, when you have this situation when ships are being attacked in the Red Sea, of course, the Americans have moved to act together with some European countries, by the way. I think it's also important that Europe is there and has a capacity. Of course, it's a defensive mission, but it is part of European core interests. Die EU-Außenminister stimmten der Mission einstimmig zu, auch wenn viele von ihnen nicht an ihr teilnehmen werden. Der ukrainische Präsident hat die Front in Kupjansk besucht, um die Moral der Truppen zu stärken. Mangelnde Munition und die Verzögerung des US-Hilfspakets machen ihnen zu schaffen. Volodymyr Zelensky zufolge nutzt Russland die Situation aus und verlegt an die wichtigsten Punkte der Front Material und Einheiten. Vor kurzem mussten die ukrainischen Truppen die schwer umkämpfte Stadt Avdiivka aufgeben. Diese Bilder des russischen Verteidigungsministeriums sollen die Einnahme der Stadt zeigen. Trotz hoher Verluste verbucht Russland die Eroberung als einen Erfolg, kurz vor dem zweiten Jahrestag der Invasion. Der russische Staatssender Rossiya 24 hat auch Filmaufnahmen ausgestrahlt, die zeigen sollen, wie die ukrainische Stadt entmint und nach Sprengfallen durchsucht wird. Mehr als 30.000 Menschen haben vor der Invasion in Avdiivka in der Region Donetsk gelebt. Jüngsten Berichten zufolge planen die russischen Truppen nicht in der Stadt zu bleiben. Sie beabsichtigen offenbar, weitere Städte in der Region zu erobern. Nach dem Tod des Oppositionsführers Alexei Nawalny hat seine Witwe angekündigt, die Arbeit ihres Mannes fortsetzen zu wollen. Julia Nawalnaja erklärte, sie wolle ein freies Russland aufbauen und in einem freien Russland leben. Die 47-Jährige führt zurzeit Gespräche mit EU-Vertretern in Brüssel. Sie traf sich auch mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. In the middle of the meeting, we receive Julia Nawalnaja. And we pay tribute to the memory of Alexei Navalny, that, as you know, he was slowly murdered in a Russian jail by Putin's regime. I think these are the words. Slowly murdered in a Russian jail by Putin's regime. In einer emotionalen Videobotschaft auf YouTube warf Nawalnaja dem russischen Präsidenten vor, nicht nur ihren Mann getötet zu haben. Wladimir Putin habe auch versucht, Russland die Hoffnung auf Freiheit und Gerechtigkeit zu nehmen. Nawalnys Mutter Lyudmila Nawalnaja hat sich unterdessen in die Strafkolonie in der Arktis begeben, wo ihr Sohn nach offiziellen Angaben zusammengebrochen und gestorben ist. Die Behörden erklärten jedoch, dass die Familie noch 14 Tage warten müsse, um den Leichnam zu sehen. In Russland gibt es sogar Spekulationen, ob die Leiche Nawalnys jemals freigegeben werden könnte. In Europa und weltweit trauern viele Menschen um den Kreml-Kritiker. Mahnwachen werden abgehalten, wie hier in Rom. Hunderte Demonstrierende kamen zusammen, um ihre Wut über den Tod Nawalnys zum Ausdruck zu bringen. Ursula von der Leyen hat in Berlin bekannt gegeben, dass sie sich für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionschefin bewirbt. Die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin sagt, dass die Europäische Union nach ihrer Amtszeit stärker und sicherer geworden sei. Dennoch sollen die Mitgliedstaaten bei der Verteidigung mehr auf eigene Ressourcen zurückgreifen. Europe has gotten stronger, because we all understand how important it is to have a sound security spending and to be able to provide security and to defend ourselves. Look at the investment of in security and defense. Last year it was around 280 billion. This year projected is already 350 billion euros, so there's an increase. We have to spend more, we have to spend better, and I think we have to spend more European to consolidate our defense industrial base. Thank you very much. What will it take to keep Europe secure? Well, Europe, first of all, is an
the alliance of NATO is of utmost importance for the European Union. But I think it is also important that we do our own homework, that we fulfill our tasks, and therefore we have to invest in our defense capabilities in the European Union. But security is a much wider term. We are also working hard to have economic security. We're working hard to have energy security, thus energy independence. We have diversified our energy sources, and we have massively invested in homegrown renewable energy, because this gives us energy independence. So I see the term of security in a much wider sense. The most important part is make sure that our democracy is safe and secure. Okay, thank you very much. Er ist nur ein kleiner Punkt am Himmel und doch 500 Billionen Mal heller als unsere Sonne, ein Quasar. Wissenschaftler der Australian National University berichten, sie hätten das wohl hellste Objekt im Universum entdeckt. Berechnungen von ESO-Teleskopen in Australien und der chilenischen Atacama-Wüste deuten darauf hin, dass der Quasar 500 Billionen Mal heller ist als die Sonne. This outshines tens of thousands of galaxies just like the Milky Way. So this is 10,000 times brighter than our entire Milky Way. And a Milky Way is 100 billion stars. So this is one supermassive black hole versus 100 billion stars. Der Quasar wächst so schnell, dass er täglich das Äquivalent einer Sonne verschluckt. Der Hauptautor der Studie, Christian Wolf, beschreibt ihn als den gewalttätigsten Ort im Universum, den wir kennen. Dieser helle Kern einer entfernten Galaxie wird von einem riesigen schwarzen Loch angetrieben und besteht aus verschlungenen Sternen.